DDT rein. So, aktivieren wir das einmal. Hier geht's mal zu. Viel ab grad. Ja, noch ein paar Mal. Sehr mistig hier gerade. Da müssen wir sogar noch mal was machen. Und diesmal nehme ich sogar alle 8. Das ist nämlich ein bisschen viel hier gerade. Ja, jetzt wird es richtig dreckig gerade, Leute. Ein bisschen was ready baue ich auch wieder. So, 4 haben wir ready. Jawohl. 6 haben wir ready. Und 8 haben wir ready. Wunderbar. So, welcome to the wave. 56. Aktivieren wir das mal. Schauen wir uns das an. Produzieren die mehr Spikes, wenn wir so vorwärts kommen. So, da muss man aber nur was nach. Das geht sonst nicht. Sondern wir gleich 4-mal was machen. So, das hat auf jeden Fall mal gesessen. Das reicht auch. Und jetzt schauen wir, dass wir das wieder ready kriegen. Wunderbar. Also die 8 mal aktivieren habe ich ready. Aber da muss noch was gemacht werden. So kommen wir nicht weiter. Wave 57. So kommen wir nicht auf Dauer durch hier. Da müssen wir noch ein bisschen was tun. Als erstes einmal den da. Dass überall ein bisschen Spikes sind. So, das werden wir ausweiten hier natürlich. Noch 2-mal. So, dann lassen wir die ein bisschen rein. Nochmal. Nochmal. Und noch 2-mal. So, dass die alle wegkommen. Und ihr seht, es ist noch richtig dreckig hier. Da ist noch gar nichts gegessen. Da müssen wir wirklich noch ein bisschen nachlegen. Das ist beschissen. Aber zumindest alle sind wieder ready. Relativ alle. Aber jetzt gehen die schon über den Mittelpunkt drüber und das passt mir natürlich überhaupt nicht. Noch gehen sie nicht drüber, aber sie werden drüber. So, hier haben wir es nur abgefangen und ihr seht, es ist ungut. So, was machen wir denn jetzt? Lass mich mal kurz nachdenken. Ja, wir müssen eh die Ninjas. Gut, dann Ninjas. Wo es geht. Hier schön. In der Mitte. So, die haben eh eine wunderbare Range, also von daher ist es schon okay. Und wir haben Sincol, feel good wieder, meine Lieblingsmogge, läuft. So, noch einen. Den stellen wir hier hin. So, und wir brauchen auch das, dass die langsamer reinkommen. So, das ist die Seite hier. Die müssen wir auch nehmen, die dürfen wir nicht vernachlässigen, sonst haut das nicht hin. Nehmen wir die mal 5-mal. So, hier will ich die Kanonen her, das will ich eigentlich nicht besetzen, diesen Platz hier. Das wäre blöde. Hey, hier war Platz. So. So, da ist auch noch Platz. So, jetzt haben wir das 5-mal. Ich nehme es sogar nur ein 6. Mal. Und dann nehmen wir die andere Seite. Die
Die linke noch. So, Leute, jetzt wird es wieder ein bisschen besser gehen. Wir lassen die jetzt langsam rein und ihr werdet gleich sehen, was das für eine Macht ist, wenn die ein bisschen langsamer hier reinkommen. Das rentiert sie richtig. So, Wave 58, Leute. So, nehmen wir das gleich einmal. Alles, was jetzt neu reinkommt, ich glaube 15 oder 20 Sekunden. 15 Sekunden lang. Schade, dass da kein Timer drauf ist, dass man das sieht. Das kommt ein bisschen langsamer rein. Ja, und da kann man natürlich Spikes inzwischen produzieren und so weiter. Also das bringt es auf jeden Fall. Leckt zwar ein bisschen, aber ist zu ertragen. So, das machen wir wieder nochmal. Bisschen viel, aber das kriegen wir hin. Hoffe ich zumindest. Aber das sieht jetzt nicht so schlecht aus. So, wir nehmen das natürlich wieder. So, einmal aktivieren. So, dass sie die ersten hier mal auflösen. Wir nehmen das Aktivieren hier nochmal. Dann nochmal das da. Ein paar Spikes hier rumwirbeln. Noch zweimal. So, dass die Grünen mal weg sind und jetzt schauen wir weiter. Na, es leckt sehr viel, aber schauen wir, wie das vor sich geht jetzt. Ja, die Roten sind zwar auch teilweise weg, aber wie gesagt, die Blauen sind ja auch nicht unsichtbar, also da ist ein bisschen was da. Aber man kommt ganz gut klar, so wie das hier aussieht. Ja, die Shurikens, die machen auch einen Job. So, links kommt jetzt eine kleine Portion hier. Aber es geht überraschend gut. Alles haben wir gleich wieder ready. Fast alles. So, hier fehlt nur einer, sonst hätten wir alles. Nice. Wave 59, wir nehmen das gleich am Anfang hier. Einmal aktivieren hier, dass die nicht gleich hier runter können. Die haben da gar nichts verloren. So, ich werde das jetzt am Anfang aktivieren hier alle. Das haben wir dann nachher wieder ready. Aber dann hauen die wirklich viele Spikes raus. Doppelt so viel auf Deutsch gesagt. Ne, und das bringt es natürlich schon. Das geht sogar 20 Sekunden. Ne, 10 nur. Scheiße. Aber immerhin. So, das muss man wieder aktivieren. Dass die nicht so schnell reinkommen. Ihr seht, die werden schön gestoppt. Und wir können Spikes ohne Ende produzieren. So kann man haben. So, das nehmen wir nochmal, plus einmal aktivieren. Ja, läuft doch richtig rund, Leute. Das sieht nach viel aus, ich weiß, aber es rennt nicht so schlecht. So, nochmal das und das. Dubstep-Musik haben wir im Hintergrund. So, jetzt noch zweimal aktivieren hier, dass die Grünen hier ordentlich was abkriegen wieder. Ah, es leckt schon böse gerade. Aber wir haben das Ganze wieder schön ready dann. So, 59er, die werden wir ohne Problem rüberkriegen. Ich denke schon Richtung Wave 60. So, sieht doch nicht so blöd aus. Übrigens, es sind nicht immer Lags. Die Sniper, die halten wir die stoppen wir die da auch teilweise. Das ist ja brauchbar. So, Wave 60, da sind wir. Aufhalten, einmal aktivieren. Seht, die kommen schön chillig rein, so soll es sein.
So, wir lassen die 4 wieder raus. Doppelte Spikes. Einmal aktivieren. Dass wir nicht so schnell die reinkriegen. 10 Sekunden lang doppelte Spikes. Ist auch okay. Das haben wir dann gleich wieder ready, wenn man es früh aktiviert. Ist immer wichtig, dass man das ready hat. Böse, böse Legs. Oh, okay. Neun Bomber können wir dann auch bauen. Das geht natürlich auch super klar. So, ich lasse jetzt ein bisschen reinkommen und dann können wir ja noch was aktivieren. Ohne kommen wir hier sicher nicht durch, das ist schon klar. Soll natürlich schön langsam rein, dass viele Spikes da liegen, das ist klar. So, das sieht doch ganz passabel aus. So, dann werden wir das mal aktivieren, dass die aufplatzen. Sehr schön, hier ist eh einer geplatzt, hier auch. Das läuft. Nochmals. Jawohl. Ja, ihr seht, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Das läuft. Den lassen wir so durch und ich schaue, dass wieder alles ready ist. Das passt. Das haben wir auch wieder ready, das ist sehr wichtig. Das ist besser, als ich dachte. Double Attack Speed and Popping Power. Ja, das ist natürlich super. Damit kann man arbeiten. Es liegt zwar ein bisschen böse, aber okay. So, Wave 60 haben wir. Gleich geschafft. Geht doch nichts über geilen heißen Kaffee, wenn man die Blunts fesseln. So, da. Und weiter geht's. Wave 61. Das müssen wir am Anfang nehmen, das ist ganz wichtig. Dass die nicht alle da reinkommen. Schön auf die Nase da oben. Wir sammeln jetzt Geld, weil ich kann nur viele Bomber machen. Ja, hier habe ich Platz zum Bauen. Wir können die Bombenshooter, Bombentower machen. Mit Bomber habe ich die Flugzeuge natürlich gemeint. Das geht wunderbar, das nehmen wir auch hier. Das nochmal und das nehmen wir am Anfang jetzt zweimal. Dass die Grünen hier ein bisschen Damage kriegen. Jawohl, habe ich gleich zwei zum Platzen gebracht. So geht das. Da muss man natürlich noch mehr machen, das ist schon klar. Aber irgendwie muss man anfangen. Das leckt schon ein bisschen böse gerade. Ich wüsste, was das in Lags verursacht. Ich glaube, das sind die vielen Spikes. Da kann man nicht so sagen. Noch zweimal aktivieren, dass die alle schön aufplatzen. So. Brauchen wir das nur? Ich weiß nicht. Kommt nichts mehr runter. Passt eigentlich. Jo. Ich werde das aber noch zweimal benutzen. Dass sie mithelfen, schadet nicht, dass die alle schön aufplatzen hier. So. Bleiben nur mehr zwei Grüne übrig. Drei Grüne, denn noch zwei. Denn hier sind zwei. So, ich schaue immer, dass viel ready ist am Anfang der Runde. Und ja, das ist sehr, sehr wichtig. Strategisch gesehen. Ich bin bisher mit dieser Strategie sehr, sehr gut gefahren. Aber Wave 76, ganz ehrlich, keine Ahnung, wie man das hinkriegen soll. Ne? Naja gut, ich kann nur einiges bauen. Bomber, Kanonen. Es ist nur Luft nach oben. Es ist noch lange vorbei. So, beeilt euch mal, ihr roten Ratten. Ich will die nächste Wave nämlich. So, Wave 61 noch.
Und boom, Wolf 62. Das gleich nehmen am Anfang. So, Kohle haben wir jetzt langsam genug. Naja, genug nicht. Ey. Wenn ich einen Bomber baue, dann sind die 400.000 ganz schnell weg hier. Dass die langsam reinkommen, das ist richtig super hier. Nehmen wir quer nochmal, dann aktivieren wir das. Wunderbar geklappt, Leute. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Und zwar mit der Wolf 63. Gleich mal bremsen die hier. Falsche Taste erwischt, aber egal. Wir aktivieren einmal, dann geht es auch. Ist halt blöd, dass wir das Doppelte jetzt nicht ready haben, aber okay, das wird schon gehen. Wave 63 haben wir. Werden wir jetzt mal was anderes probieren. Was ist, wenn ich die hier dreimal aktiviere? Dass wir die gleich zum Platzen bringen. Dafür haben wir sie ja schneller wieder ready. Das muss jetzt auch gehen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.